Heute zeige ich dir die drei verschiedenen Stressarten, wie du sie umgehen kannst und warum Krankheiten ein Symbol sind, wie du diese erkennst und wie du für Zukunft auf lange Sicht deinen Körper verschonen kannst vor schlimmen Krankheiten, gerade vor Volkskrankheiten wie Blutdruck, Diabetes. Man kann das natürlich, dafür gibt es verschiedene Bücher und Techniken, aber ich zeige dir heute, wie du Kleinigkeiten in deinem Alltag verändern kannst, um so dich vor solchen Krankheiten zu beschützen, dich vor diesem Stress zu schützen und falls du schon in einer Krankheit bist, wie du mit einem etwas offenen Bewusstsein die Perspektive auf deine Gesundheit und auf dein Leben verändern kannst und somit auch deine Gesundheit stärken kannst. Also es gibt drei verschiedene Stressarten, chemisch, physisch und emotional. Und wir alle haben den ganzen Tag Stress. Wie fängt das an mit dem Stress? Ich erkläre dir jetzt, wie das anfängt, damit du genau verstehst, wie ich genau dich meine. Ja, die meisten, die mir jetzt zuschauen, vielleicht denken mal einige, ja, so stressig ist es bei mir nicht. Aber wenn du jetzt die Szene dir gleich anhörst, was ich meine, wirst du sehen, oh mein Gott, die meisten von uns allen haben 24 Stunden am Tag Stress, von morgens bis abends durchgehend. Und was das für fatale Auswirkungen das auf den Körper hat, was das mit Diabetes zu tun hat, mit Bluthochdruck zu tun hat, mit verschiedensten Krankheiten, das werde ich dir gleich erklären. Also, wir fangen morgens an aufzustehen und sind schon müde. Machen oft den Wecker aus, die meisten, nicht alle. Das ist schon Stress für den Körper. Ja, ich muss jetzt gleich aufstehen. Nee, ich will noch ein paar Minuten schlafen. Oh, und jetzt habe ich das zu tun und die E-Mails und die S-Bahn und Auto und Stau und tausend Dinge sind im Kopf und unser Stresshormon, unsere Nebennieren produzieren schon dieses Cortisol und es geht alles nach oben. Ja, der Körper ist schon in Alarmbereitschaft. Ja, der Tag fängt gleich an. Dann geht's aber weiter. Du stehst auf, beeilst dich, deinen Kaffee zu machen, dich fertig zu machen für deinen Alltag, bist im Stress, läufst zum Bus oder zum Auto, stehst eventuell im Stau oder der Bus ist voll, die S-Bahn ist voll, vielleicht verpasst du diese auch noch. Dann sind wir auf der Arbeit, haben irgendwelche E-Mails zu checken. Das ist schon Stress, ja. Wir haben dann Stress mit irgendwelchen doofen Kollegen, müssen ganz viel in kurzer Zeit erledigen, müssen uns beeilen, dann schnell mal zwischendurch essen, dann nach Hause gehen. Ja. Nach abends zu Hause ist es auch nicht gerade so, dass wir sagen, wir können entspannen, die meisten schauen fern. Das ist Stress für unser Unterbewusstsein, für unseren Körper. Das heißt nicht Entspannung. Oft legen uns zwar hin und denken, oh, das ist Entspannung, aber der Körper ist mit etwas anderes wieder beschäftigt. Der muss diese ganzen Bilder, diese ganzen Bilder verarbeiten, die er von draußen bekommt. Wenn wir natürlich auch noch Nachrichten sehen oder irgendwelche Thriller, irgendwelche Horrorfilme, dann ist das unglaublich großer Stress, weil das Unterbewusstsein weiß nicht, ist das jetzt echt, was ich erlebe oder ist das nicht echt. Das erlebt der Körper und durchlebt das und ist nur im Stress. Dann geht der Stress weiter, wenn wir im Bett liegen, schauen wir ins Handy, Facebook, Instagram, YouTube, vielleicht vergleichen wir uns mit anderen, sind wieder im Stress, sind wieder unter Druck, die ist besser, der sieht gut aus, die hat das, ich habe das nicht. Also da sind wir auch wieder im Stress und schlafen im Stress ein mit den Gedanken an morgen, was wir noch alles zu erledigen haben. Und es war ja heute eigentlich voll der miese Tag. Was passiert mit dem Körper, wenn er im Stress ist? Ist es so, vielleicht kannst du es dir so besser vorstellen. Stell dir vor, in der Nacht spazierst du gerade eine Straße runter und da vorne steht eine komische Gestalt, aber du musst genau da lang. Und du läufst ganz langsam und guckst schon mal hin. Wer ist das? Was will er von mir? Warum steht er da? Kommst immer näher und siehst eine große Gestalt mit einem langen Mantel, ist ganz schwarz, du erkennst nicht, wer das ist. Gehst immer näher, der Körper hat schon Angst, kriegst schon Gänsehaut. Vielleicht sollte ich mich umdrehen, aber wenn ich mich umdrehe, wird er mir hinterherrennen. Wer ist das? Dann siehst du plötzlich, wie diese Gestalt ein Messer rausholt und auf dich zurennt. In diesem Moment kannst du dir ja vorstellen, dass dein Körper unglaublich viel Stress produziert, also Stresshormone, um dein Leben zu retten, weil der Körper muss versorgt werden, ganzes Blut in die Muskeln, damit die Muskeln gut versorgt sind. Entweder musst du wegrennen oder kämpfen. Und was passiert dann genau in diesem Moment? Die ganze Energie wird von deiner Magen-Darm-Gegend abgezogen, das heißt, die Verdauung funktioniert nicht. Sie wird abgezogen vom Immunsystem, von wichtigen Körperregionen wird das alles abgezogen und rein in deine Kraft, damit du kämpfen oder fliehen kannst. Und das haben wir schon morgens, wenn wir anfangen. Das passiert mit unserem Körper. Das ist nämlich die gleiche Situation. Ob wir jetzt morgens gestresst aufstehen und keinen Bock haben auf den Tag oder ob vor uns ein Mann steht mit einem Messer, der uns gleich umbringen will. Gleiche Stresssituation für den Körper. Er muss Stresshormone produzieren, damit du deinen Alltag schaffst. Jetzt wissen aber die wenigsten, dass unser Körper diesen Ausgleich braucht von Ruhe. Obwohl, das wissen die wenigsten. Es ist jetzt auch so, als wäre ich so schlau und ihr seid so dumm. Nein, das meine ich nicht. Aber wir haben ein parasympathisches Nervensystem und ein sympathisches Nervensystem. Was passiert denn mit unserem Nervensystem? Das eine ist für den Stress da, also für diese aktive Zeit, und das andere ist für die Ruhezeit da. Das für die Ruhezeit, da wird der Körper
regeneriert, ja, da kann das Immunsystem schön stark werden, da wird die Verdauung, da kann die Kraft in die Verdauung reingehen, in alle unsere anderen Körperorgane, ja, die können versorgt werden, sich regenerieren, der Körper braucht das, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die meisten Menschen leben aber mit dem Nervensystem im Stress, die ganze Zeit nur im Stress, 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 Stress. Das heißt, das Immunsystem kann sich gar nicht erholen. Es kann keine Killerzellen bilden. Es kann nicht stark werden. Der Darm, der wird total zerstört. Also das hat nicht immer nur mit der Ernährung zu tun. Du kannst dich jetzt auch sehr gesund ernähren. Ja? Also wirklich ganz viel Grünzeug essen, dich sehr gesund ernähren. Aber wenn du die ganze Zeit Stress hast, wird trotzdem dein Magen damit zerstört, dein Darm damit zerstört. Trotzdem wird dein Immunsystem schwach sein und trotzdem wirst du krank werden, auch wenn du dich gesund ernährst. Und das wissen ganz viele da draußen, dass es Menschen gibt, die sich gesund ernähren und trotzdem ab und zu mal krank werden. Das kommt vom Stress, nicht unbedingt von der Ernährung. Und wir haben ja verschiedene Stressarten, auch chemischer Stress. Da gibt es zum Beispiel den Stress von der Ernährung, vom Fleisch. Wir essen Tiere, die gelitten haben, die ganz viel Angst gehabt haben, bevor sie gestorben sind. Die haben ihr Leben in Angst verbracht. Die haben genmanipuliertes Futter bekommen. Die haben selber Stresshormone. Die haben Antibiotikum. Die haben, keine Ahnung, also ich glaube, schlimmer geht es nicht. Also ganz, ganz, ganz viel negative Energie steckt in dem Fleisch und wir essen das, weil wir sagen, wir brauchen noch Fleisch, ja, weil da ist ja Eisen drin. Warum haben dann so viele Frauen, aber auch Männer Eisenmangel? Die meisten wissen es nicht. Die sind zwar erschöpft und müde, wissen aber gar nicht, dass sie einen Eisenmangel haben. Das führt vom Stress. Ja? Stress schlägt auf den Magen. Dein Magen funktioniert nicht mehr. Du kannst die Vitamine aus der Nahrung nicht mehr einnehmen. Und dann fehlt das Eisen, dann fehlt das Vitamin D, da fehlen die ganzen Vitamine und Mineralien im Körper, weil der Magen kann es nicht aufnehmen. Der hat nicht die Energie bekommen von uns, um das verarbeiten zu können, weil die Energie geht die ganze Zeit in unsere Muskeln rein oder halt auf jeden Fall in dieses Stresssystem, in dieses Hormon, das den Stress ausschüttet. Wir müssen jetzt schnell reagieren, ja, weil wir sind im Stress von morgens bis abends. Der Körper kann sich nicht erholen. Was passiert? Wir werden krank, wir bekommen Diabetes, wir bekommen Bluthochdruck, ja, wir bekommen Darmprobleme, die verschiedensten Probleme, wir bekommen Akne. Es gibt so vieles, was passieren kann in unserem Alltag, mit unserem Körper. Was machen wir? Wir rennen zum Arzt. Da bekommen wir wieder eine chemische Pille, die wir zu uns nehmen. Und dann versuchen wir, den Körper ruhig zu stellen. Hör mal zu, ich habe Stress, nimm das, dann geht's gut. Aber der Körper sagt, nein, ich brauche Ruhe. Guck doch mal auf dein Leben ganz genau hin. Entspann dich doch mal. Und wir müssen dafür sorgen. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig an uns alle, auch an mich. Wir müssen dafür sorgen, dass wir das eine Nervensystem die Gelegenheit geben, uns regenerieren zu können. Und das können wir nur, wenn wir zur Ruhe kommen. So, jetzt denken alle, ja, aber ich habe doch den ganzen Tag Stress, wann soll ich denn zur Ruhe kommen? Du hast vielleicht Zeit, aber ich nicht. Das denken die meisten. Steh eine halbe Stunde früher auf. Ja, noch eine halbe Stunde früher. Oder abends, wenn du ins Bett gehst, lass das Handy weg. Wir müssen nicht ständig mit Informationen uns beladen. Das stresst. Wir haben so viel Information. Das überladet uns, das stresst uns. Damit kommen wir nicht klar. Unser Körper ist nur gestresst. Chill dich einfach hin und mach gar nichts. Ganz normal hier auf der Couch sitzen oder auf dem Stuhl sitzen oder auf dem Boden liegen und mach nichts. Und das kannst du morgens machen, wenn du als Erste aufstehst oder abends, wenn du als Letzte ins Bett gehst. Dass du einfach mal nur deine Gedanken beobachtest und zur Ruhe kommst. Ganz einfach, das war's. Mehr ist es nicht. Im Alltag schaffen wir es vielleicht nicht, aber auch da kannst du Ruhepole finden. Beobachte dich, wie du auf den Stress reagierst. Sitzt du im Stau und regst dich jetzt richtig auf, weil du im Kopf hast, wann soll ich es denn schaffen zu kochen? Wann soll ich denn jetzt noch zum Supermarkt kommen? Dann wartet noch das Kind mit Hausaufgaben, dann noch der Partner mit irgendwelchen Problemen oder was auch immer. Schau, dass du in solchen Momenten sagst, nö, ich mache mir jetzt da keinen Stress. Ich weiß, dass der Stress eventuell da wartet. Beruhige dich. Atme und beobachte deine Gedanken. Lächle dabei. Das sind also meine Gedanken. Glaubt mir, Leute, ich erzähle das und das heißt jetzt nicht, dass es bei mir alles super funktioniert. Wie oft gerate ich in so einen Strudel von Stress, von negativen Gedanken, wo ich andere Personen die Schuld gebe für die Situation, wo ich gerade drin bin, bin genervt wegen der und wegen dem. Und dann muss ich lächeln und lachen über meine Gedanken. Denke ich mir, aber du sitzt doch gerade im Auto. Ich sitze dienstags, donnerstags oft im Stau, weil ich da immer einen Termin habe mit meinen Kindern. Und da fahren wir sehr viel, ja, eine Stunde. Und dann sitze ich halt im Stau. So. Und dann muss ich immer lachen, weil dann ist in meinem Kopf auch wieder schon das Essen und wie soll ich das jetzt schaffen? Und dann habe ich aber noch zu tun und die Wäsche und die Hausaufgaben, weil die Kinder direkt nach der Schule halt zum anderen Unterricht bringen, dann bis wir zu Hause sind. Und dann lache ich mit den Kindern. Und dann versuchen wir, uns auf eine Sache zu konzentrieren, die wir schön finden. Natürlich sind die Kinder genervt, aber wir haben noch Hausaufgaben, wir wollten aber noch einen Film gucken. Schaffen wir nicht. Dienstags, donnerstags gibt es keinen Film. Ja, lass uns mal über etwas Schönes reden, uns auf etwas Schönes konzentrieren.
Und so gucken, dass wir mit dem Stress anders umgehen. Früher war ich auch nicht so, früher hätte ich mich nur aufgeregt, eine halbe Stunde im Stau zu stehen, das nervt. Aber wir leben halt auf der Erde und es gibt auf der Erde ab und zu mal Stau. Und wir haben hier Stress. Deswegen können wir gucken, dass wir Techniken finden, mit diesen Sachen umzugehen. Wichtig ist auch, unseren emotionalen Stress in den Griff zu bekommen. Viele haben emotionalen Stress, wissen es aber nicht. Unterbewusst müssen wir genau gucken jetzt. Was belastet mich? Wo sind meine Gedanken die ganze Zeit? Mit was beschäftige ich mich? Schreib es dir am besten auf einen Zettel auf. Den Zettel kannst du nachher wegschmeißen. Wird dein Partner, dein Vater, deine Mutter, dein, keine Ahnung wer, dein Freund nicht lesen. Aber schreib es dir auf. Sehe, dass du diesen emotionalen Stress hast, dass es dich sehr belastet, dass du gerne aus diesem Stress rauskommen möchtest. Und akzeptiere es. Es ist gerade so. Und glaub mir, das tut so gut. Klar ist es nicht schön, ein Problem zu haben, das unangenehm ist. Aber es tut gut, es zu akzeptieren, dass es gerade da ist, dass du darunter gerade leidest, dass du dich vielleicht nicht genug fühlst, dass du dich vielleicht doof fühlst, dass das gerade so ist, dass es gerade dich betrifft, dass es vielleicht bei den anderen gut läuft, aber bei dir nicht. Aber es tut gut, es zu akzeptieren. Okay, es ist halt so, ja. Dann sollte es halt so sein, da muss ich vielleicht etwas draus lernen. Aber ich akzeptiere diese Situation. Und oft ist es so, wenn wir Situationen annehmen, wie sie sind, wird es einfacher und wir finden Lösungen. Dann gibt es aber auch den physischen Stress. Und der physische Stress ist, dass wir einseitige Bewegung haben oder zu wenig Bewegung. Ja? Wir sitzen den ganzen Tag zu Hause, entweder am Schreibtisch oder im Büro am Schreibtisch oder wir haben das Stehen. Diese einseitigen Bewegungen sind auch Stress für den Körper. Da braucht er auch einen Ausgleich. Ja? Einmal die Entspannung, also diese komplette Entspannung, wie wir es im Schlaf, Gott sei Dank schlafen Menschen, ansonsten wären wir alle tot. Diese Entspannung im Schlaf ist ganz wichtig, aber auch das Gegenteil, die Bewegung. Mindestens dreimal die Woche Sport würde ich dir raten. Also mindestens, um deine Muskeln zu stärken, um deinen Körper zu bewegen, ja, diese Physiologie, den kompletten Körper zu bewegen und nicht immer nur an diese einseitigen Bewegungen. Auch allein, wenn wir so am PC sitzen, ja, oder oft sind wir einfach nur verspannt. Das ist Stress für den Körper. Da dürfen wir auch an uns arbeiten, diese einseitigen Körperhaltungen dem entgegenzuarbeiten, ja? Uns auch mal zu strecken und zu dehnen und so richtig zu gähnen. Machen auch sehr wenige. Streck dich mal so richtig, entspann dich, mach ein bisschen Yoga. Gut, das nervt jetzt vielleicht, weil viele denken, ja, du mit deinem Yoga, dafür habe ich keine Zeit, ich habe 4 Kinder zu Hause und arbeite. Ja gut, dann musst du kein Yoga machen. Ich hoffe, ihr könnt mich hören, weil ich jetzt so oft hier klatsche. Aber es ist in deinem Interesse, dafür zu sorgen, dass du zur Ruhe kommst. Sorge dafür, dass du einmal am Tag in die Entspannung kommst. Sei es auch nur 5 Minuten. Einfach auf der Couch lümmeln, auf dem Stuhl lümmeln, dich auf den Boden legen. Sei es morgens, bevor alle wach sind, oder halt abends, dass du wirklich bewusst in die Entspannung gehst und anfängst zu hören und zu beobachten, was in deinen Gedanken sich vorgeht. Wenn du das lang genug machst, kannst du irgendwann das Flüstern deiner Seele hören. Und dann wirst du sehen, was du in deinem Leben verändern kannst. Das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Reise, die ich selber unternehme und wo ich sagen kann oder empfehlen kann, mach das. Mach das, dass du so oft wie möglich in die Entspannung gehst. Ich weiß, wir haben alle Stress, ich weiß, wir haben alle keine Zeit, aber sorgt dafür, weil wenn ihr dieses Bewusstsein nicht dafür habt, was macht Stress mit mir? Es gibt verschiedene Stressarten, ja. Aber was macht dieser Stress mit meinem Körper? Was kann ich tun, um meinem Körper die Gelegenheit zu geben, sich auszuruhen? Und bevor du zum Arzt rennst, weil Bluthochdruck da ist, beobachte dich, warum habe ich denn Bluthochdruck? Was passiert? Ah, ich habe Stress, weil der und der oder weil die und die. Und dann beobachte dich, was kann ich verändern in meinem Leben? Wie kann ich mehr zur Ruhe kommen? Ja? Guck, dass du dreimal die Woche Sport einbaust. Aber auch dann so, dass es nicht Stress ist. Ja, wenn es für dich wieder Stress ist, dann lass es erstmal komplett. Es soll dich nicht stressen, dann lieber dreimal die Woche eine Stunde meditieren, anstatt dass du eine Stunde ins Training gehst. Das wird dir mehr bringen als die Stunde Sport. Weil da wird dir ganz, ganz viel bewusst und dein Körper kann zur Ruhe kommen und er bekommt endlich die Möglichkeit zu regenerieren. So kannst du dafür sorgen, dass du nicht krank wirst, dass nicht mehr Krankheiten in deinen Alltag reinkommen. Viele, die in meinen Kursen reinkommen, in meine Online-Kurse, mit denen spreche ich, wenn die mit mir ein Privatcoaching buchen, da schaue ich nochmal ganz genau auf das Leben rein. Was hast du da für Stress? Was hast du für Krankheiten? Wie bist du im Alltag? Schlapp, müde? Das gucke ich mir ganz, ganz genau an und dann reden wir darüber. Und oft nehmen Sie irgendwelche Tabletten, die der Arzt gegeben hat. Dann sage ich auch, guck ganz genau, Diabetes Typ 2 kann man heilen. Das wissen wenige, da gibt es Bücher dazu. Das kann man, indem man einfach nur seinen Lifestyle verändert, seine Ernährung verändert, seine Gedanken verändert, den Stress transformiert, indem man einfach mal guckt, okay, früher bin ich mit dem Stress, bin ich voll drauf angesprungen, jetzt schaue ich mit Abstand auf den Stress. Ich weiß, ich habe Stress, okay, ich muss mich beeilen, weil ich muss gleich zum Arzt. Aber ich bin nicht in dieser Hektik und verfangen in dieser Energie.
Wisst ihr, was ich meine? Jetzt habe ich ganz viel geredet und das Video ist schon viel zu lang geworden. Du hast jetzt gelernt, es gibt emotionalen Stress, physischen Stress, also dein Körper, und chemischen Stress durch die Nahrung. Es gibt auch WLAN, es gibt diese ganzen Shampoos, Parfüm, Make-up, Klamotten mit Pestiziden. All das belastet unseren Körper und macht Stress. Wir sollten also schauen, dass wir darauf achten, was tragen wir für Kleidung, was benutzen wir für chemische Sachen auf unserem Körper. Wie sieht es bei uns zu Hause aus mit Chemie, Reiniger für die Wohnung, ja? Oder vielleicht auch billige Möbel, die dieses Chemie auch ausdünsten, ja, synthetische Sachen an Schränken, an Teppichen, an überall. Wie sieht es aus mit meinem Stress emotional, mit anderen, in Beziehungen mit anderen Menschen? Mein Alltag, wie kann ich den verändern? Meine Ernährung, wie kann ich sie anpassen? Wie schaue ich auf den Stress? Das alles hast du heute gelernt in diesem Video. Ich hoffe, dass du dafür sorgst in Zukunft, dass du mehr auf deinen Körper hörst, denn immer wenn eine Krankheit ist, will dein Körper mit dir sprechen. Da gibt es ein ganz tolles Buch, das werde ich dir unten verlinken. Da spricht dein Körper mit dir. Dein Körper spricht immer mit dir, nicht in dem Buch. Dein Körper spricht immer mit dir. Es ist unsere Aufgabe, das Bewusstsein dafür zu schärfen, die Ohren zu öffnen, mehr hinzuhören, was unsere Seele, was unser Körper zu uns sagt. Die Seele flüstert ganz, 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 ganz leise. Und da brauchen wir ganz viel Ruhe, um das zu hören. Aber die Ruhe wird uns natürlich nicht geschenkt hier, in unserer Zivilisation hier in Europa, aber auch viele in Afrika. Das wird schon schön dafür gesorgt, dass wir ständig im Stress sind. Aber ich will hier keine Verschwörungstheoretikerin werden, sondern eher Lösungen zeigen und mich nicht beschweren, dass die Welt so böse ist und so gestresst ist, sondern wir können etwas tun. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, dass du dafür sorgst, dass du dich mehr entspannst, dich weniger mit Informationen belädst, sondern mehr zur Ruhe kommst. Alles Liebe und bis zum nächsten Video.